Let's go, weil wir Macher sind. Auf geht's, Game, für Platz 1 der Welt. Ja, der Mauerbrecher. Du bist geil. Portugal ist back auf Platz 1 der gesamten Welt in Clash. Und ich habe es mit diesem 2,3 Elixier meiner Cycle Deck geschafft. Ich kann nicht sagen, dieses Deck macht absolut viel Spaß zu spielen. Und ihr sollt dieses Deck mal austesten, weil ich gehe davon aus, dass dieses Deck auch bald nicht mehr spielbar sein wird, wenn Superstars und Ulo wieder zurückkommt und endlich mal die Feuerwehrkrin ein bisschen genau unter die Lupe nimmt. Und dann vielleicht fällt es denen auch auf, dass diese Karte komplett OP ist. Wenn ihr solche Videos zurück verpassen wollt, gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Gerne auch im Stream vorbeischauen. Da streamen wir jetzt jeden Tag CRR, COC. Wir sind jeden Tag 8 bis 10 Stunden live. Da gerne vorbeischauen, wenn ihr es noch nicht getan habt. twitch.tv/MortonRoyal. Gerne auch an Code Morton im Shop denken für weiteren Support. Und die nächsten Tage, ja, gibt es weiter jeden Tag Videos. Würde ich mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Dann würde ich sagen, viel Spaß im Video. Let's go. Würde jeder für alles nicht immer erst Trick. Ja, Bro, aber nicht 10 Stunden später. Und in den letzten 6 Nachrichten in der Gruppe sind alle auf gelesen, aber ohne Antwort. Weil es beide abgehobene Säue sind. Ja, wir Community scheißen. Das war so sauer. Morton ist ein sehr emotionaler Mensch. Ich bin echt ein krass emotionaler Mensch. Also, es liegt nicht an mir. Ich kann. Ich bin ready. Sam und Bixman kriegen ihren fetten Schwabbelarsch nicht bewegt. Obwohl sie den ganzen Tag nur vor ihrem scheiß PC und Handy sitzen und ein Kinderspiel spielen. Ein Schmunzler. Kinderspiel spielen. Lass du über sowas, Karl Edgen. Karl Edgen, würdest du sagen, wir haben einen ähnlichen Humor? Ja, schon. Ich würde sagen, du bist ein bisschen lustiger. Ja, würde ich auch sagen. Ich bin dafür ein bisschen smarter, so würde ich sagen. Na, du bist ein bisschen hurensöhniger, würde ich sagen. Mensch, hast du ja immer wieder einen rausgenommen. Hast du direkt einen und genau Humor? Das finde ich halt lustig so. Danke, Martin Royal. Was will man ohne dich machen? An mir liegt's nicht, sag ich. Aber Karl Edge, ich würde auch sagen, ich habe so dein Niveau, ich habe nicht dein Niveau, ich habe so den Humor so ein bisschen so angecraftet für mich. Bro, ist mir so egal, warum ist es kein Hit? Das Matchup nicht übelst trash? Ja, das ist Pompeo oder so. Ja, Pompeo ist jetzt nicht dafür bekannt, der beste Hawk-Spieler EU West zu sein. Ja, das stimmt. Chat, wir spielen gegen Ian ein Mirror-Matchup und es ist am Krachen. Ian ist der beste Hawk-Spieler der Welt, Bro. Was? Was? Ich spiele gegen ihr einen Mirror-Matchup und du sagst, er ist der beste Hawk-Spieler der Welt. Was hast du damit zu tun, Digga? Don't hate me. Du Schwurbler, du. Das ist halt scheiße. Es ist am Krachen, Chat. Oh ja! Ich bin gerade gekommen. Nee. War irgendwie nicht perfekt gespielt, ich hätte es gewinnen können. Also Real Talk hätte ich es jetzt gewinnen können. Hat er nicht perfekt, also keine Ahnung, scheiße. Ärgere ich mich für, also ärgere ich mich wirklich riesig. Shit, Bro!
Welche Interaktion ist immer so broken? Dass er ganz knapp nicht einen Hit macht. Der Loon. Auch wenn man den Loon komplett in der Pocket, also komplett in der Mitte spielt, oder macht er dann einen gekauften Hit? Ah, shit, man. Stroh werden mit einem aus der Familie, das ist ja lustig. Da war auch so. 2000 Medaillen oder so drin. Ich bin ein Futterbüffel. Yes. Ah, schade. Blöder Boost. Ich war davor Platz 6, jetzt bin ich nur noch Platz 13. Ja, Ian soll die Schere heben. Soll ich sagen, warum? Weil ich besser bin. Von oben herab. Wir reden jetzt wie Karl Legend. Von oben herab. Soll er doch kommen. Sei wie ich. Einmal so sein wie Karl the Legend. Wir spielen gegen asiatischen Kollegen. Was spielt er? Kann man sich scouten? You try snipe? Yes, I try snipe. That's why I'm searching for like in a half an hour already. Was? Wie was? Du hast das Snipe noch nicht verstanden. Karl Legend, bitte. Manchmal musst du auch einfach mal deinen Schnabel halten. Digga, wir spielen nur Mörs, das kracht. Wie Mugi. Das ist nicht Mugi. Mann, es nervt. Es ist nicht immer Mugi. Tja. Ich bin Mugi. Hello, it's me. Er hat Oberflächen, Freunde. Er hätte einfach den Turm fallen lassen sollen. Er hätte einfach den Turm auf lockeren fallen lassen sollen. Ein 1-1 für einen RG-Spieler ist eigentlich echt saftig, knaftig. Und weil der Feuer über links kam. Keine Ahnung, ich muss euch jetzt natürlich nicht die Clash-Royal Basics beibringen. Aber es lohnt sich halt nicht, den linken Turm für 300 HP zu protecten. Damit man auf dem rechten Turm 3000 Damage, also das 10-fache an Damage kassiert. Ja. Danke, dass du uns die Clash Royale Basics nicht erklären musst, aber es trotzdem machst. Du bist der Beste. Das ist so. Jo, ich will dir jetzt nicht sagen, warum du böse warst, aber. Bitte kein Cracker, bitte kein Cracker, bitte kein Evo Crack auf 1 Skelly, ich habe Angst. Ich bin ein bisschen krank. Meine schreibt mein Chat, Karl der Pimmel. Tja, also was wird nicht getimeoutet, danke dir. Wieso sollte sowas getimeoutet werden? Ich rette es nicht nur einer, sondern 2000 so. Muss die Zündschnur kurz halten. Naja, es gibt Schlimmeres. Ich würde sagen, dass ich mein Deck wechseln soll. Wenn er sagt, dass ich mein Deck wechseln soll, dann ist er halt nicht so nett. Mordende Schwanz, genau sowas. Ja, Mann. Geil! Das saug ich auch erstmal ein bisschen. Saukroyal. Ja, Platz 11. Schön, schön, schön. Haben wir gut gezockt. Gutes Matchup, aber ich bleib dabei. War natürlich ein kleiner Mistake von ihm. Wie klein. Okay. Ganz klein. Klein, aber fein, sag ich. Das ist frech. Digga, Mörmatchups sind ganz schön scherig. Ein Scherenhund. Oh ja! Es ist halt so, irgendwann muss hoffentlich die Quakerin reinsaften. Oh, wenn der Gegner die Decks switcht. Ich kann nichts dafür. Er hat Mighty Miner gezockt und Cracker. Das hat er in dem Game davor auch gezockt. Oh. Würdest du jetzt sagen, die Welt hat sich gerade so stand jetzt gegen dich verschworen? Ich bin ein sehr rational denkender Mensch, aber. Das bist du gerade, Legend. Das bist du. Ja, kratzt er mich gerade. Mann. Wir führen halt sehr gut, aber ich habe Angst, dass. Ich glaube, jetzt hat er die Evo Quaker wieder ready. Und das ist natürlich. Ja, interessant.
nicht ready. Aua, irgendwie. Aua, aua. Oder. Das Matchup kann man. Weiß jetzt. Du hast das nochmal gezockt, Liste. Hock! Hock! Jeez. Ich glaube nicht, Bro. Jeez! Let's go, weil wir ein Macher sind! Zwei, hier weg. Wir sind immer auf Platz 3, aber wir haben 4 Pokale noch Abstand. Wir haben Game Chat, wir spielen gegen Pedal. Boah, wenn ich jetzt gefickt wäre, dann kracht's aber, Digga, dann hebe ich die Schere. Danke dich bei mir. Okay, Fokus Chat. Auf geht's, Game, für Platz 1 der Welt! Das ist krass. Bin ein bisschen nervös, Karl, das kannst du verstehen, oder? Hä? Nee, Digga. Wir gucken Morten kurz zu, Freunde, solange wir ein Game suchen. Ja, geil. Jetzt kriegst du übelst viel Damage, weil ich wurde angeblimmt. So. Was hat seine Bandit da gemacht? Ja, nevermind. Aber immerhin, nein, jetzt zack. Jetzt kommst du, Princess, ja, natürlich. Das ist gut. Bro, ist geisteskranker Pressure, ne, den er hat. Aber, ja, er hat auch geisteskrank viel gegen Fledermäuse, wenn seine. Er hat eine Karte, er hat zwei Karten gegen Fledermäuse. Er spielt. Ihr müsst euch überlegen, er spielt seine. Er spielt seine Falkirkin raus, spielt dann die Princess noch an die Brücke und hat damit nichts mehr gegen Bats und verliert dann Vincent. Und das ist halt so das Platz 1 der Weltgame, so. Da denkst du halt so. Das kannst du nicht gut auf YouTube vermarkten, meinst du? Das kann ich nicht gut auf YouTube vermarkten, aber wir sind einfach noch. Es ist noch geisteskrank close. Er kann noch gewinnen. Also, wenn ich das noch joke, dann hebe ich. Also, dann, ne? Ich hab eigentlich auch noch Kobold fast jetzt wieder in seinem Scheiß-Eck. Kannst du nicht erklären. Ja, er lebt so ganz nach dem Motto. So ein bisschen PSG-Mentalität, so. Wir holen uns in den Sturm. Messi, MAP, Neymar. Und hinten holen wir uns irgendwie jetzt solche Kicker aus der Kreisliga. Und damit versuchen wir Champions League zu gewinnen. Und dann gewinnt man auch gegen Karl wegen der individuellen Klasse. Das ist doof. Ja, wirklich. Er blimpt quasi ohne Blimp, so wie du gestern, Karl. Ich bin der Beste. Aber manchmal gewinnt er auch, weil er einfach. Okay, oder. Ja, irgendwie spielt er nicht so gut. Kalschen, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man vorhin gegen so einen verloren hat? Lustig, aber. Ich bin ja immer offen für Kritik, so was hätte ich besser machen können. Keine Ahnung, Deckwechsel. Nein. Warum hat er auch Ghost Dark Prince? Macht auch gar keinen Sinn. Oh, ich hab selber ein Game, Freunde. Wieso schreibt mir fucking Pedal Well Played? Das ist ja wirklich. Das ist Disrespect wieder an Greatness. Boah, jeder spielt gerade Lava, das ist ja lustig. Masek, L.A. Röhre, guten Abend. Tut mir leid, aber es war ein gutes Holz. Sieh mal, Alter. Kriegt die Schere. Das Holz wäre wirklich übel schlecht, fuck. Ich habe sowieso gewonnen, aber war nochmal ein bisschen peinlich. Leute, Morten Royal grüßt von ganz oben. Morten Royal Goten ist auf Platz 1 der Welt. Ja, oder nicht. Wieso hat Mann, dieser Broke noch ein Game gemacht? Ich hab die Schere. Weiter geht's. Schwingen Crazy Hulk. Lava Rage. Könnte komplett krachen. Sein Deck wurde unter anderem gebaut, um mich zu countern. Lava First Play. Ich heb die Schere, Digga. Das ist ja wirklich geistkrank gekrachen. Aber ich werde jetzt ein Miner. Okay. Pick you up, Mario, wenn du nochmal dich verhaften lässt, wird abgewarnt. Bro, ich hab auch. Du zockst immer gegen die ich gerade verloren hab, ne? Weil gegen die ich verliere, die sind dann immer so ungefähr so hoch, dass du gegen die zocken kannst. Das ist sehr lustig. Ja, ich kann auch nicht mehr vor lachen. Weißt du, was er hat? Der hat das Sand-Deck. Ja, ist nicht geil. Das war einer meiner wenigen Loses heute.
Weil sonst war ich heute übelst cool. Cool. Ah, ist schon Pain zu verlieren. Gefühl werde ich jetzt selbst dazu gezwungen, Lava Rage zu zocken. Ich habe gar keinen Bock auf Lava Rage. Ach, Mann. Ich muss dem Erfolg hinterher rennen. Ja, was hat er denn dagegen, wenn du jetzt Miner spielst? Keine Ahnung, Bruder. Nein. Das ist selber nur Pain. Mann, cool, ist der Ballon? Ja, ne? Ja, ja, klar. Sorry, andere Leute spielen noch Lava mit Mortar. Nervt kalte Legend. Bro, ich glaub's dir. Ja. Es wird so krachen mit den Minus-Trophäen. Also, sorry, dass ich das so sage, aber. Minus 40 ist ein scheiß Gefühl. Digga, der hat gleich Rage für deine Bats, mein Freund. Es tut mir leid, dass ich dir so sagen muss. Na, kein Rage, aber er ist Snowball. Okay. Rage, oh Snowball, ich glaube, ich höre nicht mehr. Weil, wenn er Evolution Buffs und einen Cracker zocken muss, doch eigentlich ein ganz geiles Gefühl. Ja. Du hast ihn doch gerade voll in den Eiern. Selbst ein Game. Yo, Gravity, willkommen im Ladies Stream. Ich hoffe, dir geht's gut. Wow, meine Crackerin! Lava? Digga, jeder zockt Lava. Ach, der gewaltig. Okay. Okay. Nein, mein Eiskiss kam nicht. Ja, der Mauerbrecher! Du bist geil! Ja! Platz 1 der Welt, CL Schere auf die 1! Sehr, sehr gut.